Hallo und herzlich willkommen zum World of Tanks 9.3 Test Server. Eine kleine Review heute mal vom T49, dem Stufe 8 Light Tank, dem neuen Stufe 8 Light Tank der Amerikaner. Und wie man am Bäumchen von ihnen sieht, hat sich hier einiges getan. Am Anfang war ja der Chaffee mit Stufe 5 der höchste Light Tank der Amerikaner und da hinzugesellt haben sich der T-37, der M-41 Bulldog und der T-49, der meines Erachtens nach lediglich eine Abwandlung vom M-41 Bulldog ist, was man hauptsächlich dadurch sieht, dass sich hier unten die Wanne nicht wirklich verändert. Auch der Turm ist relativ ähnlich. Wenn ich einmal auf den Stockturm gehe, dann ähneln sie sich sogar bis zum Extremen hin, sind fast identisch. Aber mit diesem Turm hier werdet ihr vermutlich lieber herumfahren, denn hier geht es hauptsächlich um eine bessere Sichtweite, um eine bessere Drehgeschwindigkeit und das bisschen Rüstung hier, das schlägt nicht wirklich ins Gewicht. Dieser Panzer hier hat fast gar keine Panzerung, weswegen ich ihn persönlich nicht unbedingt als Panzer bezeichnen würde, eher als überdimensioniert großer, beketteter Traktor. Aber die Kanonenauswahl sagt dann natürlich etwas ganz anderes. Und zwar haben wir einmal eine 152mm Kanone und eine 90mm Kanone. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Kanonen liegt nicht nur darin, dass die 90mm Kanone 3000 Schaden die Minute macht und die 152mm Kanone nur 2300 Schaden pro Minute macht. Also die Schussfolge, die Schnelligkeit des Nachladens, sondern halt auch im Schaden, der ausgeteilt wird. Wir haben hier nämlich einmal die normale Hochexplosivmunition mit 102mm und 320 Schaden auf der 90mm Kanone und hier haben wir einmal die 76mm Durchschlagskraft gegen die 910 durchschnittlicher Schaden pro Schuss. Jetzt kann man sich das Ganze natürlich schon mal ausmalen, was passieren wird. 90% der Leute werden mit der 152mm Kanone rumfahren, weil es einfach lustig ist. Und dazu sei gesagt, 0,6 Genauigkeit gegen 0,38 Genauigkeit ist schon extrem. Also die 152mm Kanone würde ich als Nachfolger des KV-1S ansehen. Auch von der Zielgeschwindigkeit her ist das Ganze relativ klar. Die 90mm Kanone besticht durch ihre Genauigkeit, während die 152mm Kanone durch den Direktschaden sehr hervorsticht. Zu empfehlen wäre hier allerdings nicht mit der normalen HE-Munition rumzuschießen, sondern mit der hochexplosiven Anti-Tank-Munition. Denn diese kostet im Gegensatz zur Premium-Munition nur 770 Silber und macht durchschnittlich 700 Schaden bei 152 Durchschlagskraft. Hoi, hoi, hoi. Damit kommt ihr durch eine ganze Menge Holz durch. Während mit diesen beiden Munitionstypen ihr nicht wirklich durchkommt, sondern halt nur Explosionsschaden macht. Etwas anders sieht das aus hier bei der etwas kürzeren Kanone. Hier ist die Anti-Tank-Munition, die Premium-Munition mit 250mm Durchschlag und 240 durchschnittlichem Schaden. Hier auf der Kanone empfiehlt es sich dann, die normale Hochexplosivmunition zu benutzen.
Ja, ich persönlich bin der Meinung, dass man vor allen Dingen die lange Kanone benutzen kann für schnelles Scouten. Das heißt, wenn ihr in der Gegend rumfahrt und während der Fahrt schießen müsst, dann empfiehlt sich natürlich die 90 mm Kanone. Ansonsten, falls ihr ungesehen oder auf kürzeste Entfernung, indem ihr irgendwo hinter einem Gebäude oder einem Busch hervor lugt, um dem Gegner einen mitzugeben, während er von anderen abgelenkt wird, lohnt sich die 152 mm Kanone eher. Es hängt vollkommen, also meines Erachtens nach, vollkommen vom Spielstil ab, welche der beiden Kanonen ihr bevorzugt. Ich würde eher mit der 90 mm Kanone gehen, da ich diesen Scout hier doch in einer etwas traditionelleren Rolle sehe, und wenn ihr ihn hinter einem Busch parkt, ungespottet und die Gegner aufblitzen, dann könnt ihr mit dieser Kanone schnell feuern, eine ganze Menge Schaden in kürzester Zeit anrichten, während ihr natürlich bei der 152 mm Kanone immer noch die extrem lange Nachladezeit habt. Ja, so viel dazu. Aber wie gesagt, ihr könnt halt hier die Anti-Tank-Munition benutzen, während ihr hier mit der Standard-Hochexplosiv-Munition euch zufrieden geben müsst oder halt mit der anderen High-Munition. So, 72 km/h Top-Speed, ihr werdet es nicht ganz erreichen mit der Gewicht zur Motorleistung. Mit dem Verhältnis dazwischen lässt sich einiges anfangen. Also ihr seid nicht langsam und ihr kommt sehr gut vom Fleck. Allerdings ist es mit der 152 mm Kanone natürlich eher wahrscheinlich, dass ihr öfters mal stehen bleibt, während ihr mit der 90 mm Kanone diese Geschwindigkeit auch während eines Kampfes voll ausnutzen könnt. Und ihr schafft es relativ schnell in gute, frühe Spotting-Positionen zu kommen, da dieser Panzer auch etwas flach, also relativ flach ist. Dagegen steht dann noch der deutsche Spähpanzer. Der ist... Moment. Nochmal ein kleines bisschen flacher. Zu dem kommen wir auch noch in einem anderen Video. Aber wir gucken uns jetzt erstmal ein kleines Replay an von diesem Biest, wie er denn mit der 152 mm Kanone sich so spielen lässt. So, da sind wir auch schon im Kampf auf Nordwesten. XVM funktioniert, wie ihr seht, nicht. Es gibt keine Mods hier für die Testserver-Version derzeit. Oder vielleicht ein paar, aber ich habe jetzt nicht unbedingt danach geguckt. Deswegen spiele ich das Ganze hier auch modfrei. Und will euch hier einmal zeigen, was so die 152 mm Kanone so drauf hat. Ich habe hier jetzt die normale Hochexplosivmunition, also nicht die Anti-Tank-Munition drinne. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich es zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufgenommen, wo ich dieses Replay hier aufgenommen habe, also das Spiel gespielt habe, es einfach noch nicht wusste, dass diese Anti-Tank-Munition nicht Premium ist. Ich habe gedacht, das wäre die Premium-Munition und damit wäre die normale HE-Munition das Beste, was mir so hätte passieren können auf dem Panzer. Wir gehen hier in eine recht frühe, starke Position, haben allerdings nicht unbedingt die Schüsse runter auf den anderen T49. Unsere Einzielzeit ist grauenvoll. Wie gesagt, 6,6 Genauigkeit. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Und gleich dürftet ihr sehen, was diese Kanone so
auf roundabout 300 Meter Entfernung so anrichten kann. Genau. So viel dazu, also andere T-49 Panzer und andere, wie gesagt, leichte Panzer könnt ihr mit dieser Kanone und diesem Schaden einfach nur in die Luft sprengen, wie es euch beliebt. Und jetzt wird es ein bisschen interessant. Wir haben hier ein 110, ein Heavy, der sich anschickt, in unsere Richtung zu fahren. Allerdings fühlt er sich ein bisschen bedroht von hinten, weswegen er uns natürlich seine Seite zudreht. Und da haben wir nicht richtig getroffen. Es ist ein bisschen seltsam auf dem Testserver. Das Einzielen ist ein bisschen schwammig. Hier versucht er natürlich rumzukommen und einen Schuss in mich reinzusetzen, aber ich habe es gemerkt, gesehen. Und da ich eh noch nachlade, habe ich nicht sonderlich die Lust von diesem kleinen Freund hier beschossen zu werden. Er hat auch nicht sonderlich viel Lust darauf. Hier kassieren wir natürlich einen Schuss von ihm. Auf diese Entfernung hat er eine sehr genaue Kanone. Das heißt, er konnte sofort schießen. Wir mussten noch einen kleinen Moment warten. Wie gesagt, eine KV-1S-Kanone. Oder ehemalige KV-1S, jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, man sollte wirklich genau zielen, bevor man schießt. Und ich sehe hier, wie unser lieber 112 sich dazu entscheidet, zurückzufahren. Wie ihr allerdings seht, es sind keine durchschlagenden Treffer. Denn wir machen nicht die 910 durchschnittlichen Schaden, sondern wir machen so ungefähr 300 Schaden. Was ungefähr einer Heavy Gun, also einer Kanone von einem schweren Panzer, entspricht. Und das ist für einen kleinen, sehr mobilen und relativ flachen Panzer, der die Gegner sehr leicht flankieren kann, echt schon eine harte Sache. Also ihr könnt mit diesem Panzer hier eine Menge Spaß haben. Gegner vor allen Dingen trollen ohne Ende. Während ihr um den Gegner herumfahrt, herumstolziert sozusagen, oder ihn um Häuserecken herum auslachen können, während er seinen Turm nicht schnell genug drehen kann und ihr einfach von einer Häuserseite zur anderen immer aufploppt und wieder verschwindet. Das ist eine echte Trollkanone auf diesem kleinen Wiegel. Dafür hat er nur 1100 Schaden, das heißt, nach ein paar Schuss, die er kassiert, ist er natürlich schon draußen. Aber das ist es definitiv wert. Ziemlich gute Sichtweite auch. 400 ist schon echt harte Nuss als Standardwert vor allen Dingen. Und wir versuchen hier am Ende noch ein bisschen Schaden zu verursachen. Was auf dem Testserver in einem leichten Panzer nicht unbedingt immer einfach ist. Ist 6 voraus. Aber leider nimmt uns da der Tiger 2 den Spaß, einfach nur an ihm vorbeizufahren und ihm einen in die Seite zu geben. Stattdessen haben wir hier einen 4502B, dem wir einen kritischen Treffer mitgeben. Und ich muss sagen, ich unterschätze echt die Nachladezeit auf dem 02B. Denn Halleluja, dieses Ding kann relativ schnell schießen.
leider daneben geschossen. Und wie ihr hört, ist es immer wieder ein kritischer Treffer. Modulschaden ist also vorprogrammiert. Und hier mache ich einen riesigen Fehler. Hier an dieser Stelle werde ich das Ganze mal pausieren. So. Jetzt gehen wir mal in die freie Kamerasicht. Ich habe das nämlich vorher noch nicht ganz mitgekriegt. Ja. Er sieht da die Einstiegsluke. Und genau das ist die Stelle, in die er reinschießt. Also mit der Kommando-Einstiegsluke müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die ist doch noch etwas hoch. Sie wird auf jeden Fall zuerst sichtbar sein. Das ist ein großes Ziel. Und da dieser Panzer hier keine Panzerung hat, wird auch jeder darauf schießen, sobald er es sehen kann, um euch möglichst schnell rauszunehmen. Denn diese 152mm Kanone ist echt der Hammer. Am Ende nochmal ein ganz dickes Sorry, dass das Video wirklich erst so spät rauskommt. Fast schon Freitag. Spätabends Donnerstag. Es ist derzeit hier 21.43 Uhr an diesem schönen Donnerstag, den 11.09. Und ja, Schuld daran war der Testserver, denn er war down. Und zwar über 2 Tage. Fail to connect to server. The server may be unavailable. Or your network connection setting may be wrong. Und heute Nachmittag, als ich dann nach Hause gekommen bin, gab es auf einmal ein Update. Hey, danke, dass ihr mich informiert habt darüber, dass der Server down ist. Ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass derart, dass ich irgendwie, ja, drei, vier Spiele machen konnte, bevor ich dann nichts mehr auf die Reihe gekriegt habe, weil der Server einfach nur weg war. Ein dickes Sorry deswegen. Das nächste Video werde ich dann nicht so vorher ankündigen. Es kommt raus, wenn es rauskommt. Wenn der Server wieder weg ist, tut es mir aufrichtig leid, aber der nächste Panzer, den wir uns ansehen werden, ist der deutsche Light Tank. Ich habe den vorhin einmal ganz kurz gesehen. Das ist der Spähpanzer. Und wie gesagt, ich werde nicht sagen, wann das Video rauskommt, denn ich muss noch einige Replays aufnehmen, einige Runden mit dem netten Ding fahren, bevor ich mein eigenes Urteil darüber fällen kann. Erholen werde ich mir den Panzer, den T-49, auf alle Fälle. Der muss auf jeden Fall in meine Garage rein. Ich werde die nächsten paar Tage damit anfangen, in die Richtung loszuforschen. Natürlich werde ich keine freie Erfahrung dafür nutzen, sondern mir die ganzen Sachen erspielen. Es wird ein harter Kampf, da ich mit Light Tanks absolut nicht umgehen kann, aber dieses Biest ist es einfach wert. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.